Reib dich nicht so lange rum, reise nach ich Afrika. Ich muss nach Afrika reisen. Kannst du mir helfen? Nun, Katze sagte, ich sollte dir jeden Wunsch erfüllen. Und obwohl das hier ein ziemlich großer Wunsch ist, werde ich tun, was meine Anführerin verlangt. Also komm an Bord. Jetzt ist die Zeit, meine Schuld zu begleichen. Ich werde dich begleiten und zu dem Land meiner Väter führen, damit du tun kannst, was getan werden muss. Wer ist er denn? Hä? Wer ist er denn? Ah, cool. Die sehen so schäbig aus von da. Ne, die guckt dann am Ende immer so hinten raus und Skala immer so. Einfach dieses Meme. Wirft so mit Holzstücken immer so hinterher. Hofft, dass sie am Kopf trifft. Yuma Stammesland. Wir warten hier auf deine Rückkehr. Jetzt, wo ich mehr über dich weiß, wünsche ich dir wirklich, dass du das Gift loswirst und dieses untote Monster vernichtest. Nimm das Beiboot und rudere zur Küste. Cool. Wer ist er jetzt? Ach, Akbar. Ah, oh mein Gott. Das verfluchte Land ist von Dunkelheit umhüllt. Wir müssen gehen. Okay. Ah, Boot betreten. Da schleichen sich Leute an das Boot von Kyla. Nein! Nein, nicht Kyla! Er wurde doch gerade nett! Und das Boot versinkt so komisch im Wasser. Obwohl ich weiß, dass du es tun musst, werde ich nicht gegen meine Brüder antreten. Treff mich im Juma-Dorf, im Zentrum des Baumes des Lebens. Oh, cool. Nur die alte Kraft wird das Tor öffnen. Und wer ist er im Käfig? Du hast nicht die Macht. Nein, du hast sie nicht. Nur große Macht wird es öffnen. Ruhe! Ruhe, habe ich gesagt! Wer zu den Geistern geht, wird es finden. Ja, sie werden es finden. Oh, kannst du es hören? Ja, wir sind dem Untergang geweiht. Dem Untergang! Okay, operiert. Lauf! Lauf weg! Er ist ein richtig weirder. Ach nein, nicht schon wieder Runtime-Error. Willst du mich jetzt eigentlich verarschen? Das habe ich schon ewig nicht mehr gehabt. Ah ja, die Schatzkarte des Kerkermeisters. Der muss dann irgendwo hier sein, oder? Hm. Hier, maybe hier am Baum? Ich kann mir vorstellen, hier zwischen Baum und... Nichts gefunden. Okay. Das Kerkermeisters. Da ist die Anlegestelle. Hier vielleicht? Auf der Karte ist halt nichts anderes eingezeichnet, ne? Ich könnte es auch versuchen, jeden Millimeter zu umzugraben.
Ich glaube aber eher, es ist näher am Wasser. Du hast nicht die Macht! Nein, du hast sie nicht! Nur große Macht wird es öffnen! Nee, auch nichts gefunden. Ha, das ist doch tricky. Das ist doch rigged. Du hast nicht die Macht! Nein, du hast sie nicht! Nur große Macht wird es öffnen! Aber ist das überhaupt der richtige Punkt? Ja, irgendwie schon. Du hast nicht die Macht! Oder? Nein, du hast sie nicht. Na, wir gehen einfach mal weiter. Große Macht wird es öffnen. Ruhe. Ruhe, hab ich gesagt. Ah, da kommt so ein Backerbeißer. Du hast im Lagerhaus. Also aus dem anderen Lagerhaus. Oh cool, ich habe was. Aua, eines Backerreißers. Okay. Immer ganz schön große Krallen. Die sehen mir eigentlich eher mehr aus, als wären das so weirde Löwen eigentlich. Aber naja. Ja, das ist schon die richtige Stelle gewesen. Also zumindest die richtige Bucht, aber. Ich kann ja natürlich nicht sagen, wo genau das ist. Aber ich glaube, ich muss da safe genau an dem Punkt stehen. Und das ist halt so ein Problem, ne? Da drüben geht's weiter. Und da drüben geht's zumindest irgendwo rein. Höhle. Hätte ich auch selber drauf kommen können, dass es eine Höhle ist. Ach komm, wir gehen in die Höhle einfach gleich rein. Warum nicht? Was haben wir zu verlieren? Ich finde das gut, auch wenn die halt gefühlt gar keine Leben mehr haben. Dass es halt dann mich trotzdem um die Masse heilt. Oh, was ist das da drüben?
Okay, und was ist hier? Hier ist sonst nicht mehr, oder wie? Oh, da ist ein Steinfragment. Und so eine Statue. Das ist natürlich gut. Das wollen wir ja. Ah, gut. War es auch nicht alles schwarz. Das ist immer sehr wichtig. Irgendwie erinnert mich das irgendwie so ein bisschen an den Canyon aus Gothic 2, die Nacht des Raben. Außer, dass es hier keine Razor gibt. Da gibt es halt diese komischen Backerreißer. Oder Backerbeißer. Ich weiß nicht, ob einige jetzt Reißer oder Beißer heißen. Aber es gibt sie auf jeden Fall. Backerbeißer. Ich glaube auch nicht, dass die sich diese Schädel selber aufgesetzt haben. Sondern es wurde ihnen aufgesetzt. Ah, er ist kaputt gegangen auf jeden Fall. Er ist in seine Ursprungspose gegangen. Wäre lustig, wenn er eigentlich T-posen würde, aber der T-pose ist mir halt nicht vergönnt. Wenn ich sterbe, möchte ich auch danach T-posen. Wäre ganz cool. Na, man kennt das. Oder wenn jemand zu sehr belastet wird, wenn zu viel Stress, erstmal T-posen. Weil dann das System dann erstmal neu startet, ne? Das ist dann die KI gebrochen. Das war jetzt keine gute Idee. Wenn ich auch, by the way, zu oft irgendwo rein, schnell rein und raus gehe, ne, dann kann es passieren, dass ich so einen Runtime-Error kriege. Ah, ich hab's nicht gecheased. Nicht gut. Ah, Skelette. Das sind diese anderen Gesellen. Diese anderen Gesellen, die man eigentlich nicht so haben will. Die haben noch so einen Teil von ihren Sehnen noch mit da dran, ne? Ja. Das ist auch so ein Stück, so Fleischstücke. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen wild. Ich weiß nicht warum, aber ich habe auch irgendwie Bock wieder gehabt jetzt, oder zumindest ein bisschen Bock bekommen, hier ein Dolina Zombie zu spielen. Ich weiß aber nicht, ob ich der Mod nochmal eine Chance geben will, weil ich halt immer diesen Bug hatte, dass ich ab einem gewissen Punkt nicht mehr an irgendwelche Orte gehen konnte und was halt Game-Breaking war, weil ich halt immer eine Fehlermeldung hatte. So. Und
Game-Breaking Bugs mag ja kein Mensch, also. Ist immer so ein Ding. Okay. So, ich hatte nochmal neu geladen, weil ich will mir die 200 XP nicht entgehen lassen, dass der einfach durch den Boden fällt. Hey, what the fuck? Ja. So dumm es auch aussah und es irgendwie slightly lustig war. Ja, was will man machen, ne? Oder was will man sagen? Warte mal, ist da jemand Todes drin? Nö. Hier liegen zwar eine Menge Tierskelette rum, aber damit kann ich nichts anfangen. So, da drüben ist dann wahrscheinlich auch nochmal in der Höhle ein Dingens drin. Nochmal so ein Steinfragment. Komm, ich speichere einfach nochmal. Wir speichern einfach nochmal. Für den Fall, dass wieder irgendwas Komisches passiert. Das ist immer wichtig. Speichern ist essentiell. Da wollen wir hin. Ah, da ist jemand gestorben. Mit dem sprechen wir aber erst nachher. Okay, da fehlt der Kopf von der Statue. Und dafür brauche ich einen Schlüssel. Dann reden wir wohl doch noch mal mit der, doch erstmal mit dem Toten. Weil vielleicht hat der ja den Schlüssel für die Tür. Und da wird bestimmt der Kopf dahinter sein. Safe. Jo, hey Geist. Warum? Ach, warum hast du mich erweckt? Was hält deine Seele in dieser Welt? Was für eine Erlösung. Endlich kann jemand meine Geschichte hören. Ich wurde hier zurückgelassen zu wachen über die anderen. Damit niemand den gleichen Fehler begehen kann wie ich. Okay. Du musst dich von diesem Ort fernhalten. Zu deinem eigenen Besten. Warum? Was hält? Was? Ich dachte. Ja, okay. Das war natürlich jetzt schlecht. Dann ist noch das Ding. Aber ansonsten. Sieht es nicht gut aus. Und ich sehe hier natürlich auch keinen Kopf rumliegen. Weil da sehe ich auch keinen Kopf rumliegen. Schwierig, schwierig. Vielleicht finde ich den Kopf aber noch woanders. Ihr könnt mir natürlich auch in die Kommentare schreiben. Hey du Dulli, du hast vergessen, du hast den Kopf in Höhle Nummer 2 oder so übersehen. Lauf mal zurück oder so. Ich
stimmt, da hinten war auch noch was. Ich glaube, da geht es eher mehr Richtung Dorf. Richtung Dörf. Na gut, ich würde aber sagen, ich gehe jetzt erstmal zum Jumadorf. Dann mache ich hier mal eben kurz einen Cut. Und dann schauen wir mal, was die im Jumadorf so sagen, wenn da überhaupt jemand ist.